Dankeschön, Hallo Marburg! Wir grüßen euch und freuen uns, dass wir heute diesen Abend mit euch gemeinsam hier verbringen dürfen. Morgens kommt sie hinaus, lieben Liebe zu Haus. Doch das Meer ruht, Perlenreifen im Meer. Die Pudus sind da und gaben ein hinreißendes Konzert in der Stadthalle Marburg. 800 Fans von 12 bis 75 waren begeistert vom Auftritt der legendären Rockband aus dem Osten Deutschlands, die ihre Kultlieder »Wenn ein Mensch liebt« oder »Alt wie ein Baum« sangen. Die Fans waren sich einig, es war ein unvergesslicher Abend. Das heißt noch 9 Jahre bis zur goldenen Hochzeit. Andere Ehepaare erleben das nicht. Das ist eine. Ja, aber wie ist das Rezept? Ist das so lange? Ich glaube, das ist schon sehr selten in der Musikbranche und wir sagen ja immer, also wer hat schon in dem Alter die Möglichkeit, im selben Beruf zu arbeiten, 41 Jahre und vor allen Dingen auch noch bei derselben Firma. Das hat sich einfach so ergeben, als wir angefangen haben, Musik zu machen, haben wir natürlich nie daran gedacht, so lange zu spielen. Da denkt man nicht an die Zukunft, wenn man jung ist. Und im Hinterkopf war vielleicht so 2, 3 Jahre ein bisschen spielen und dann mal sehen. Also, aber dann hat sich das so entwickelt, der Erfolg kam, die Platten kamen, Fernsehen kam, Auslandsgastspiele kamen und ja, plötzlich war die Zeit um und wir haben es noch nicht mal gemerkt. Was ich toll finde, das ist, dass hier 40 Jahre Musiker auf der Bühne stehen. Dass der Opa genauso dabei ist wie der Enkel. Und sowas finde ich einfach toll. Dass die Musik und die Idee und diese Freude und Lebensfreude, die da drin steckt, weitergegeben und übernommen wird. Nach der Pause feuerten die Pudus die Rakete so richtig ab und rissen die Fans von den Stühlen. Es raste und rockte bis zum Schluss eines grandiosen Konzertes. It's climbing!